Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Großrücken Wildlands. Diesmal eine Story-Mission aus Itakua und zwar Amarus Rettung. Und die Vorgeschichte oder was ich schon dafür erzählt habe, seht ihr im letzten Video. Aber hier starte ich in Itakua Bravo. Und da startet ihr auch, wenn das Spiel anfängt. Ein bisschen was dazu habe ich im vorigen Video angekommen in Itakua erzählt. Und warum ich dieses Outfit habe und andere Waffen und so weiter. Das habe ich alles im Video davor erklärt. Aber jetzt dreht sich alles um Amarus Rettung. Und dann starten wir in Itakua Bravo und fahren nicht dorthin, sondern zur Mission. Die Mission wird angezeigt, wenn man sie anklickt oder wenn sie aktiv ist, hat man sozusagen in der Minikarte rechts unten den gelben Leitfaden. Wenn ihr die Mission wiederholt, ist er weiß, aber sozusagen die Wegmarkierung auf der Straße, sozusagen das Navi. Und dann geht es hier auch schon ab. Und hier gibt es irgendwo eine Bodenwelle. Hier müsste die gleich kommen. Hier um die Ecke, ja. Ja, klappt nicht immer gut. Gerade mit so einem leichten bolivianischen Bus kommt man da leicht ins Straucheln. Hier links geht es zum Beispiel noch, da könnte man noch ein paar Ressourcen abgreifen oder zu einem anderen Rebellenunterschlupf, wo es das Scharfschützengewehr gibt. Da kommt man aber direkt nach Amarus Rettung hin und kann sich das auch holen. Es ist nicht unbedingt nötig, dass man das Scharfschützengewehr jetzt für diese Mission hat oder diese zweiteilige Mission. Und hier kommen wir an einer Kirche vorbei, einer Kapelle vorbei. Und, yep, angehalten. Und hier gibt es eine, ja, Santa Catalina Kapelle, da wird es oben rechts eingeblendet. Und hier gibt es eine Legende. Und zwar zu der alternativen bolivianischen Flagge. Und das könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Ist interessant, warum diese Farben die inoffizielle bolivianische Flagge sind zum Beispiel. Also zumindest sagen die das hier. Aber dann geht es auch gleich weiter hier zum Missionsgebiet. Und dort angekommen, also das ist ein kurzer Weg von der Catalina-Kapelle. Und hier kriegt ihr ein kleines Tutorial, Feinde markieren und so weiter. Falls ihr nicht schon woanders unterwegs wart, wie ich in dem Video davor euch die Stadt Pantoja gezeigt habe, direkt unter Itakua Bravo. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Ja, und Schalldämpfer, das ist so, damit die KI nicht rumquatscht, kriegt einen Schall über den Kopf gebunden, über den Mund gebunden. Nein, natürlich nicht. Ihr habt standardmäßig Schalldämpfer. Die kann man auch abnehmen, indem man das Ziel anvisiert und dann hat man die Option mit dem Steuerkreuz Schalldämpfer zu ändern, auf Einzelschuss oder auf Dauerfeuer zu ändern, die Waffe oder sogar den Zoom zu verändern der Waffe. Allerdings nur, wenn ihr dazu eine Optik habt, die das auch unterstützt. Hier seht ihr Waffe ausgewählt, dann hat kurz das Symbol für den Schalldämpfer unter der 20, also unter der Munitionskapazität, ist da aufgeleuchtet. Das zeigt euch an, dass der Schalldämpfer aktiv ist. So, hier habt ihr sozusagen zweiten und dritten Feind, auf den ihr normalerweise hier trefft. So, Truppbefehle, hier kann man auch Befehle machen, aber dann haben wir die hier so ein bisschen zusammengeschossen. Und ganz wichtig natürlich Ressourcen, weil ihr die natürlich braucht, um Aufwertungen zu machen. Aber erstmal zu den Truppbefehlen. Hier kann man zum Beispiel sagen, geh dahin oder zum Beispiel neu formieren. Bei mir sammeln. Verstanden, in Bewegung. Genau, dann kommen sie zu euch wieder zurückgerannt, falls sie irgendwo rumrennen und auf Leute schießen und ihr habt da keinen Bock drauf. Oder ihr schickt sie dorthin, damit sie Feuer öffnen. Und so weiter. Da könnt ihr also mit der rechten oberen Taste, also R1 ist es bei der PlayStation, RB müsste bei der Xbox sein,
Hier nochmal Simultanschuss. Und den habe ich jetzt so ein bisschen einmal aufgewertet, weil ich natürlich, dafür braucht man 50 Benzin und ein Fähigkeitspunkt. So, und das ist natürlich eine super Sache, weil jetzt kann ich auch zwei Leute markieren von Simultanschuss. Standardmäßig habt ihr nur einen, den ihr markieren könnt, und ihr könnt einen schießen, also sind zwei gleichzeitig. Ihr könnt bis zu drei Schuss Simultanschüssen aufwerten, das heißt, eure drei KIs können drei Leute gleichzeitig ins Visier nehmen, ihr nehmt den vierten und habt gleich vier Leute auf einmal niedergestreckt. Wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Natürlich kann sein, dass jemand einen aus dem Auge verliert, der ins Haus geht, und dann funktioniert das natürlich nicht mehr so richtig. Hier ist der Leutnant mit dem gelben Kreis über dem Kopf, also sozusagen. Und hier sind auch nicht sehr viele Feinde hier oben. Und genau, kommt ihr jemandem zu nahe, wird er die Drohne sehen und Alarm schlagen eventuell. So. Aber ihr könnt dann sofort, also die Drohne holt ihr auf dem Steuerkreuz mit der Taste nach oben, und damit schaltet ihr sie auch wieder ab, wie den Typen hier. Und dann ist die Drohne auch weg. Kann sein, dass er dann Verdacht geschöpft hat, aber wenn er nicht sieht, ist das alles noch kein Thema. Auf Schwierigkeitsgrad extrem habt ihr natürlich das Problem, wenn ihr hier auf der Minimap seht, habt ihr so eine rote Wolke oder und das zeigt dann, dass da Feinde sind. Auf extrem habt ihr das nicht mehr, und auf extrem seht ihr auch nicht die Feinde an sich auf der Minimap, außer ihr markiert sie. Das kann man aber auch ausstellen, dass die Markierungen nicht angezeigt werden, wie diese roten Punkte über dem Kopf. Und das zeige ich mal im nächsten Video, wie das aussieht, wenn man auf extrem spielt, ohne HUD. Ich hoffe, das Videomaterial ist nicht verloren gegangen. Und ja, hier allerdings ist das alles noch kein Thema. Der hier in dem Ausguck oder in dem Wachturm, den schalte ich jetzt mit Simultanschuss aus und schnapp mir den Leutnant hier, der sich hier eine Suppe kocht oder ich weiß nicht. Na, sprich schon. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. So, und damit hat man den ersten... Amaru ist ein alter Mann, der hält der Folter nicht lange stand. Ja, das scheint... Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. So, und somit startet der zweite Teil der Mission, oder fährt ein Leutnant vorbei, aber den kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Außerdem habe ich die Fahrzeugzerstörung nicht aufgewertet. Also zwei Simultanschüsse kann ich auf einen Auftrag geben bei der KI. Hier unten sind natürlich vier Leute. Ihr seht, die sind sehr aufmerksam. Jetzt steht da verdächtig. Also die haben irgendwas erblickt, aber die wissen noch nicht, ob sie wirklich was gesehen haben. So, und jetzt blinkt er da rum, weil er am Rumnerven ist. Und jetzt geht er weg. Jetzt kann ich in den Rücken schießen. Ja, ja. Okay, aber den Simultanschuss, weil der kommt mir wieder entgegen. Zack. Er ist erledigt. Und bevor der jetzt was gesehen hat, habe ich ihn sozusagen die Cojones weggeschossen. Da ist der vierte. Er kam ein bisschen schneller raus, als ich gedacht habe. Der fährt ein bisschen langsam um. Ich wollte nochmal dabei helfen. So, und das wäre hier sozusagen dieser Vorposten. Da gibt es natürlich auch noch was zu holen. Ist aber nicht wichtig für die Mission. Ihr braucht den eigentlich nicht zu säubern. Aber hier gibt es natürlich ein paar Ressourcen. Ammunition, wenn ihr über die fallen gelassenen Waffen drüber lauft, dann hebt ihr automatisch Munition auf. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn bestimmt.
Claro, al rato. So, und das war die erste Kingslayer-Akte-Datei, die ihr gefunden habt. Die Videos von Bowman sind auch Kingslayer-Dateien, Akten. Und falls ihr da eine nicht bekommen solltet oder da es Probleme gibt oder nicht öffnet, dann könnte es sein, dass sie nicht als Kingslayer-Akte gezählt wird und hinterher eventuell nicht mehr zur Verfügung steht. So wie wenn ihr ein Gebiet neu betretet und dann eine Ansage von Bowman bekommt. Und das kann hinterher dazu führen, dass ihr die Grünen voll in die Motorhaube fährt. Nein, das kann dazu führen, dass ihr nachher eine Akte nicht gezählt wurde, um zum Beispiel wegen den Sammelobjekten alle Kingslayer-Akten zu finden. Aber das mal, ich war irgendwie inspiriert, hier gerade auszufahren. Ihr könnt einfach der Straße folgen. Die führt genauso dahin, wo ich gerade hinfahre. Aber ja, ich wollte euch mal zeigen, sozusagen, ihr könnt hier kreuz und quer fahren, ihr könnt alles umfahren. Das Auto hält eine ganze Menge aus. Aber es gibt auch Zufallsfunde, wie diese Sachen hier an der Straße. Das gibt nochmal Ressourcen, und zwar Nahrungspunkte oder Nahrungsmittel. So, an uns fährt jetzt genau das Auto vorbei, was direkt vor uns war, oben, bevor ich durch die Botanik gefahren bin. Also das ist überhaupt kein Problem. Ihr braucht einfach nur den gelben Strich auf der Minikarte hinterher zu fahren. Nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwas mit dem gelben Strich. Das hat irgendwas mit Asiaten zu tun und roten Lampen. Nein, das ist das Navi hier. Und falls ihr die Mission wiederholt, sage ich lieber gleich nochmal, dann ist die Anzeige oben links im Bildschirm Amarus Rettung weiß und auch die Anzeige auf der Straße, also dieser Strich, den ihr hinterherfahren oder der euch anzeigt, wo ihr langfahren müsst, auch weiß. Das dafür, falls für die Leute, die hier natürlich neu anfangen und sich noch nicht so genau wissen oder gern wissen möchten, was das alles ist, erzähle ich das. Das ist ja, dieses Video ist natürlich eher auch gedacht an die Leute, die neu beginnen, weil die anderen haben natürlich Amarus Rettung schon gespielt. So, ich fahre vorzugsweise hier durch das Maisfeld oder so und zur Atoyo Farm, und die ist direkt vor uns. Die, wie ihr seht auf der Karte, wenn ihr Fragezeichen habt, das sind alles Orte, die ihr noch nicht entdeckt habt, die ihr noch nicht gesehen habt. Ihr müsst sie nicht direkt betreten haben. Ihr könnt sie mit dem Fernglas oder Drohne, markieren. Ihr seht oben dann in der Luft so ein Fragezeichen, und wenn ihr da drauf geht oder lang genug drauf hält, dann wird das auch sozusagen aufgeklärt von der Drohne oder vom Fernglas. Ihr wisst dann, was es ist. Und dafür gibt's auch Punkte. Um 20 Punkte, glaube ich, sind das. Und hier bei der Atoyo Farm gibt es ein Waffenteil und ein Fertigkeitspunkt. Ganz wichtig, die dürft ihr nicht vergessen. Die sind gerade am Anfang mehr als nur wichtig. Ja, mit der Waffe ohne Optik ist noch ein bisschen blöd zu schießen. Ich habe die jetzt ausgerüstet. Ich habe natürlich schon andere Waffen, aber damit zu spielen hat sich nicht angeboten, weil ihr natürlich sehen sollt, wie macht man das mit den Waffen, die einem zur Verfügung stehen. Weil alles andere wäre ja viel zu einfach gewesen. Dann sagt ihr, ja, guck mal, der zeigt uns hier ein Video, wo er seine tollen Waffen hat. Der Spinner gibt hier voll an. Nein, deswegen habe ich die Waffen, die ihr genau zum Anfang des Spiels habt, auch hier genommen. Das ist einmal die MP auf dem und einmal das Sturmgewehr. Denkt dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Genau. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gelaufen. Los geht's. Querschläger, das ist einer, der neben dir steht, so im Seitenprofil, und dann ausholt und dich von hinten oder von vorne voll mit dem Schwinger trifft. Nein, natürlich nicht. Ihr müsst hier natürlich auch aufpassen. Ihr könnt natürlich eine Granate werfen, könntet ihr machen und alles. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr die Person, die ihr retten sollt oder die nicht sterben sollen, natürlich nicht tötet. Genau wie Zivilisten. Ihr dürft nur eine bestimmte Anzahl an Zivilisten wird euch gewährt, die ihr töten könnt. Zum Beispiel überfahren, aus Versehen erschießen, aus Versehen in die Luft jagen oder mit Absicht. Habt ihr das gemacht? Eine Anzahl
eine bestimmte Anzahl, wird eine Erinnerung auftauchen, unten links im Bildschirm, und sagen, noch ein ziviles Opfer, dann habt ihr verkackt, so ungefähr. Und dann werdet ihr wie als gestorben gewertet, die Mission wird abbrechen, oder ihr werdet sozusagen aus den Wildlands rausgeschmissen, und ihr werdet sozusagen am nächsten Ort Spawnpunkt wieder auftauchen. Und das ist natürlich echt extrem ärgerlich, wenn ihr so Missionen habt, wo ihr viel schießen müsst auf der Straße, euch Zivilisten entgegenkommen, Feindfahrzeuge, und da es einige zivile Opfer gibt, dann kann das zu Problemen führen. Das nur vorab. Die Mission wird dann natürlich als gescheitert angesehen, wenn ihr mitten in der Mission seid. Und es ist natürlich auch nicht gut, Zivilisten zu erschießen. Nicht unbedingt. So, das Ganze ist, ihr wollt natürlich nicht, dass Amaru stirbt. Ihr wollt auch nicht unbedingt, dass hier die Santa Blancas Verstärkung anfordern. Wie weit die hier Verstärkung anfordern, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Normalerweise kommen dann Fahrzeuge und werden natürlich ihren Kumpels Unterstützung leisten. Aber das hatte ich hier noch nicht so richtig ausprobiert am Anfang des Spiels. Auf jeden Fall, wenn es eine Schießerei gibt und, yo, hier ist eine Waffenkiste, und Santa Blanca kommt gerade vorbeigefahren, werden natürlich die Santa Blancas anhalten, wenn sie hier eine Schießerei sehen oder hören, und werden ihren Kumpels helfen. So, die letzten beiden. So. Dann hat man die auch erledigt. So. Bevor ihr jetzt den Vogel rauslasst und er euch dann hinterher läuft oder so, oder spurtet, holt euch erstmal die Sachen. Und zwar hier das Panoramavisier, was ihr bekommen habt, das könnt ihr auf alle Waffen draufschrauben, wo es natürlich drauf passt. Auf die Handfeuerwaffe passt es nicht, aber hier die Maschinenpistole MP5, da passt es drauf. Und P416, da passt es auch drauf. Und das wird euch auch rot unterlegt, da seht ihr es. Ist natürlich eine schöne Optik, ist natürlich viel angenehmer zu schießen als über Kimmel und Korn. Wobei nicht immer. Manchmal ist es vorteilhaft, über Kimmel und Korn zu schießen, weil die anderen Sachen ein bisschen die Sicht versperren. Zum Beispiel beim leichten Maschinengewehr könnte das nachteilig sein. So, hier habt ihr noch einen Fertigkeitspunkt, der hier auf der Atoyo-Farm versteckt ist oder rumliegt. Und den holt man sich hier natürlich. So. Der ist auch nicht weit weg, da müsst ihr kein Fahrzeug nehmen. Ihr stapft sie einfach über die Leichen, die Santa Blancas produziert haben, und schnappt euch die Auszeichnung, den Fertigkeitspunkt, und da +1. Je nach Schwierigkeitsstufe der Provinz oder des Auftrages oder des Ortes, wo ihr es bekommt, den Fertigkeitspunkt, kann es sogar 5 Fertigkeitspunkte geben. Oh, da kommt was. Okay, das ist ein Leutnant. Ja, der spottet euch schon aus, was weiß ich was. Aber der haut wieder ab. Jetzt ist nur noch verdächtig. Da man nicht die Autozerstörung aufgewertet hat, keine vernünftigen, sag ich mal, super tollen Schadenswaffen hat, ist das noch nicht so toll, den aufzuhalten. Aber das macht nichts. Auf jeden Fall hier Munition mitnehmen. Auf der anderen Seite habe ich ja die Ressourcen. Funkausrüstung eingepackt, noch was ist eingepackt. Markiert mit dem Sender, damit die Rebellen die finden und abholen können. Und das gibt Punkte, Ressourcenpunkte, die ihr braucht, um eure Fähigkeiten aufzuwerten. Es gibt Fähigkeiten im, wie soll ich sagen? Bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Pacatari hat also einen Handel mit den malditos extranjeros geschlossen, die Seltenar. Klären Sie das unter sich, Senior. Genau, sollen sie unter sich klären. Aber die Ressourcen braucht ihr, um zum Beispiel Fähigkeiten wie den Simultanschuss oder also Fahrzeugzerstörung, C4 freizuschalten, eine Mine freizuschalten und sowas. Und natürlich auch Fähigkeitspunkte braucht ihr dafür. Aber was ihr noch braucht, sind Rebellenfähigkeiten. Und dazu müsst ihr Rebellenmissionen machen. Da helfen euch die Ressourcen nicht. Und auch nicht die Fähigkeitspunkte, das seht ihr dann aber im Fähigkeitsmenü. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das werde ich mit verlinken, oben in den Infokarten und in der Beschreibung unten.
Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das alles vorangeht oder wie man das alles aufwerten kann, wenn es euch natürlich interessiert. So, und hier kommen wir natürlich beim Rebellenunterschlupf an, wo wir Amaru abliefern müssen. Und hier ist auch das Scharfschützengewehr Itakua Echo. Das war's. Genau, das war's. Hier könnt ihr natürlich auch, bevor ihr Amarus Rettung startet, hinfahren nach Itakua Echo. Und hier... Wartet, Waffenkiste entdeckt. Habt ihr eine Waffenkiste entdeckt, die durchsichtig ist von innen? Geil. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, das kann sie gut gebrauchen. Ich habe einen weiblichen Charakter, ja, ich weiß. Ich habe aber auch zwei männliche Charakter. Ich wollte mal einen weiblichen machen, aber diesen Spielstand werde ich sowieso löschen, um was Neues auszuprobieren. So, unter Teile Zieloptik kann man jetzt natürlich hier auch das andere, die Zieloptik drauf machen. Langlauf, ganz wichtig natürlich, damit der Schaden und die Reichweite erhöht wird. Standardmäßig ist nicht das Preiste die Zieloptik drauf, aber besser als gar nichts. Und dann geht's hier los, hoffe ich. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht... Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir Amaru befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen jedes Dorf, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ja, Bowman ist ein bisschen angepisst auf Juri und Polito, weil sie ihren Partner umgelegt haben. Aber das war Amarus Rettung. Und das gibt 350 EP für. Ein Scharfschützengewehr habt ihr auch. Datei zu Juri und Polito kommt rein. Genau, und jetzt die Datei, weil die ist natürlich wichtig, weil es eine Kingslayer-Akte ist. Und dann geht's auch los. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Juri und El Polito. Juri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Juri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme. Schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Juri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Juri und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Juri und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. So, und das war's auch mit dem Video hier. Danke, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo. Für beides umso mehr. Hier nochmal seht ihr Itakua Echo, da wo ihr auch das Scharfschützengewehr findet. Und ja, danke und auf Wiedersehen.